So, jetzt geht es hier, wie gesagt, den Wildacker weiter. Müssen wir das Ganze erstmal auflockern. So, jetzt kommen wir zu ein bisschen trockenen Thema von meinem Wildacker. Und zwar geht es ja jetzt dann auch um diese Wildacker-Samen, also das, was man dann praktisch aussieht. Ich habe mir also hier einmal einen kleinen Beutel erstmal zum Probieren besorgt. Und zwar ist es eine sogenannte Pioniermischung. Also wenn man sagt, man weiß nicht so genau, was man da hat. Und dann habe ich hier noch einmal die Waldwiese. Gekauft habe ich die bei der Firma Jeles immer rein. Link und E-Mail-Adresse und so weiter tue ich euch alles einzeln rein. Also wie gesagt, ich habe mir jetzt diese Pioniermischung geholt für alle Wildarten. Ich lese jetzt nur ab, weil wie gesagt, ich bin kein Gärtner. Also Aussaat April, Juli, zweijährig enthalten Kulturmalve, Herbstrübe, Perserklee, Rotklee, das andere kann ich nicht lesen, Hafer, Buchweizen, Markstammkohl, Winterraps, Mosa, Akelea, Waldstauden, Roggen, blaue Lupin, Schwarzhafer, Öllein, oh Gott, Inkarnatklee, Sierradella, Schwedenklee, Alexandrienklee und Saatweizen. Ich habe mir, wie gesagt, jetzt hier so einen kleinen Beutel geholt. Das sind jetzt so 3 Kilo. Ja, ist, wie gesagt, auch für schwierige Böden. Steht jedenfalls drin zu haben. Haben wir hier so ein kleines Foto. Schaut ganz schön aus. Soll relativ hoch werden. Zeige ich euch dann, wie ich das Ganze ansehe. Und dann haben wir als nächstes Wiese, die sogenannte Waldwiese. Also da haben wir den Wiesenschwingel, Rotklee, Weißklee, Schwedenklee, deutsches Weidelgras, Wiesenlies, Lischgras, Wiesenrispe und Rotschwingel. Ist Aussaat März, September, mehrjährig. Ja, wie schaut das Zeug aus? Also das schaut jetzt so aus wie, ich sag mal, wie so ein Samen, den man so kennt. Ein Grassamen. Und dann haben wir hier noch diese Pioniermischung. Da ist dann schon mehr drin. Schaut schon etwas bunter aus. Ja. Das werden wir jetzt mal ausbringen, aussehen. So, ich habe jetzt mal die Hälfte umgegraben. Wie werde ich das Ganze anlegen? Also ich werde jetzt hier in dem linken Bereich, also Richtung Forstweg, werde ich jetzt diese Pioniermischung anlegen und auf der rechten Seite dieses Gras. Das hat halt den Vorteil, dass das Wild hier zu sehen ist, hier sowieso. Aber da habe ich auch nochmal so eine Schneise, wo ich gut einsehen kann, weil nicht, dass mir ein schöner Bock da drin steht. Verdeckt, ich kann nicht schießen und dann zum Schluss haut er wieder ab, weil, wie gesagt, ich möchte auch ein bisschen was essen.
Und dann werden wir das jetzt mal einsehen. So, das schaut jetzt ein bisschen behämmert aus, aber ich habe keine Walze zum Reindrücken der Körner. Nehme ich hier zum Baumstamm. So, wie gesagt, in dem Bereich habe ich jetzt nur diesen Grassamen angesät, angepflanzt. Schauen wir mal, wie gesagt, dieses Wochenende nicht, aber wird schon irgendwann demnächst wieder regnen. Und dann müsste das Ganze eigentlich funktionieren. So, jetzt sind wir erstmal für heute fertig. Bis zu dem Baumstumpf da hinten habe ich das Ganze jetzt dann schon angesät, umgegraben. Den Rest mache ich jetzt ein andermal, da habe ich jetzt heute keine Lust zu. Also, Wildacker, anpflanzen, zweiter Teil. Im dritten Teil zeige ich dann, ob es was geworden ist oder nicht. Mal schauen. Vielen Dank, macht es gut, euer Waldläufer.